Was geht, liebe Mythiumans, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Enderer Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich würde sagen, wir begeben uns direkt wieder zur Gertrude, oder? Ah, ich glaube, wir müssen noch chillen, kann das sein? Warten, bis Gertrude startbereit ist. Ja, okay, dann gehen wir mal noch eine Weile knacken, oder? Und schauen mal, wie es ist. Was hat er gemeint? 2 Tage? Heißt, wir müssen zweimal 24 Hours knacken. Das wäre natürlich schon eine Geschichte für sich. Schauen wir mal, wie es ist hier, hä? Eieiei. Wisst ihr noch, wie ich irgendwie Anfang diesen Jahres so gemeint habe, ey, wäre schon cool, wenn ich mit Enderal dann so durch wäre, wenn meine Bachelorarbeit losgeht? Das wird nicht geschehen. Ja, ich habe schon mein Exposé, muss da noch so ein bisschen dran rumschreiben. Da werde ich auch nachher noch mal ein bisschen Zeit reinstecken. Ah, warten, bis Gertrude bereit ist. Perfekt. Und bin dann nächste Woche... bin dann diese Woche, in der die Episode rauskommt, um es für euch zeitlich richtig anzuordnen, nochmal an der Uni und bespreche das noch mit meiner Person, die quasi meine Bachelorarbeit dann betreuen wird, ob das jetzt so passt. Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das so passen wird. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, gell? Also wir werden da gut reingehen. Ich habe schon ordentlich Bock auf mein Thema, das wird richtig genial. Vielleicht, um euch mal so einen kurzen Einblick zu geben, vielleicht interessiert es ja die eine oder andere Person von euch. Ich werde mich damit befassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gegenständen als Werkzeuge und Gegenstände als Akteure. Ja. Und zwar mit speziellem Hinblick auf LLMs, also Large Language Models, wie zum Beispiel ChatGPT, würde ich sagen, einer der bekanntesten Vertreter in letzter Zeit. Und der Punkt ist letzten Endes... Wenn ich, stellt euch vor, ein Bild male und das verkaufe und da steht drauf unten dieser P und alle sagen, ah ja, dieser P hat das gemalt. Klasse, gell? Easy. Niemand sagt dann irgendwas, oder? Jeder sagt, ah ja, klar, dieser P hat das gemalt. Niemand kommt auf die Idee zu sagen, hey P, sag mal, warum steht in den Credits nicht der Pinsel, den du verwendet hast und die Farbe und die Leinwand, die du benutzt hast? So, ja, weil das Werkzeuge sind. Ganz klare Sache. Jetzt ist aber die Sache bei ChatGPT eine andere, wie ich behaupten würde. Mhm. Und zwar ist der Punkt, es gibt mittlerweile die ersten wissenschaftlichen Paper, ja, also quasi einfach kleine Veröffentlichungen, kleine, größere, je nachdem, wie groß das Paper ist, in denen ChatGPT mit als Co-Autor drin steht. Der Grund dafür ist relativ simpel. Und zwar schreibt zwar Prompts für ChatGPT, also eine gewisse Eingabe. Es ist wie der Vergleich zu schlau googeln. Ja? Wenn meine Familie, meine Eltern etwas googeln, dann googeln die, ich sag mal, nicht unbedingt sonderlich klug. Wisst ihr, wie ich meine? Da steht dann zum Beispiel eine ganze Frage, ein ganzer Satz als Google-Anfrage. Während ich nach den Schlagwörtern googeln würde, diese dann auch entsprechend markieren mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat, etwas fett zu markieren oder in Anführungszeichen, damit es eben so und so gesucht wird oder nur Seiten, in denen dieses Wort auf jeden Fall vorkommt und dergleichen, wissen wir ja alle Bescheid. Es gibt da verschiedene Kniffe und Tricks. Was aber dann letzten Endes von, ich sag mal, Google ausgespuckt wird, ist so einiges und du musst dir dann deine Informationen letzten Endes daraus zusammensuchen. Bei ChatGPT kannst du ja sagen, hey, schreib mal bitte ein Essay über dieses und jenes Thema und benutze das und das als Quelle. Benutze da mindestens 5 Quellen aus diesem Werk. Ja. Dann schreibt dir ChatGPT einen ganzen Essay, den kannst du abgeben und der würde vielleicht sogar gut performen, du würdest eine richtig gute Note bekommen und so. Und da ist dann doch irgendwo die Frage, Alter, inwieweit war ChatGPT dann wirklich noch ein Werkzeug? Oder würde man nicht irgendwie sagen, hey, es ist schon ein bisschen unfair, weil du hast das ja nicht geschrieben. ChatGPT hat das geschrieben. Wisst ihr, wie ich meine? Und so diese Diskrepanz festzumachen, klar, ich werde da nicht die Lösung finden, wo ganz genau die Schnittstelle ist zwischen hier ist es ein Werkzeug und ab diesem Grad ist es ein Akteur sozusagen. Da gibt es Agency irgendwie seitens ChatGPT. Den Punkt werde ich nicht genau festmachen können, aber ich würde es gerne immer weiter einengen. Wisst ihr, so schauen, wo ist das Vermögen, wo ist die Grenze, wo würden wir sagen, das ist unfair irgendwie, wenn eine Person ein Essay schreibt und, was weiß ich, eine 2 bekommt und eine andere Person schreibt ein Essay mit ChatGPT und bekommt auch eine 2. Ja, schwierig.
Dann eine weitere Frage. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Italien zum Beispiel hat jetzt ChatGPT verboten. Meiner Meinung nach einer der dümmsten Moves, die man bringen kann, denn es ist im Internet. Im Zweifelsfall, wenn du es benutzen willst, holst du dir eine VPN, setzt die auf Deutschland, sagst dann, hey, schreib mir diesen Text, dann sagst du, hey, übersetz mir diesen Text auf Italienisch und zack, fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Also, das kriegst du nicht mehr weg. Das heißt, du kannst dich dem entweder verschließen, würde ich als sehr konservativ und das war schon immer so, wir machen das so und gar nicht mein Ding. Oder du bringst Leuten dabei, damit umzugehen. Zum Beispiel habe ich neulich mit einer Person geredet an der Uni, die hat mir dann erzählt, hey, sie hat eine Story von einem Dude, der hat einen Mathelehrer und der hat dann quasi im Unterricht gesagt, hey, Leute, manche von euch kennen es schon, andere nicht, ich zeige euch jetzt mal, wie man gut mit ChatGPT umgeht. Was sollte man in diese Prompts reinschreiben, damit es dir wirklich was Sinnvolles ausspuckt und so? Hm? Und das finde ich dann des letzten Endes, ich pausiere hier mal noch kurz, der fairste Approach, oder? Denn es wird benutzt, manche benutzen es, manche nicht. Du kannst es nicht verbieten, also finde ich, sollten alle wenigstens dieselben Chancen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das der perfekte Ansatz ist. Es muss sich auch gefragt werden, wie ist es bei Naturwissenschaften versus Geisteswissenschaften? Denn das Problem mit Essays schreiben hast du natürlich eher in den Geisteswissenschaften, ja, das ist ganz klar. Aber ich würde behaupten, das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage. Also wie gesagt, dieser Aspekt, wann ist es ein Werkzeug, wann ist es ein Akteur, das finde ich sehr, sehr interessant. Also da bin ich schon sehr gespannt und habe auch schon außerordentlich viel Bock drauf. Das wird sicherlich geil. Der Teilaspekt bzw. das Teilgebiet, in dem ich das Ganze schreibe, nennt sich Wissenschaftsphilosophie. Da wird quasi geguckt, wie machen wir Wissenschaft? Ja? Wie ist Wissenschaft geil? Also nicht nur in der Philosophie, sondern halt generell. Und das finde ich eh schon immer ziemlich spannend. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Aber da geht es jetzt halt auch bald los und ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen, währenddessen trotzdem weiterhin Enderall zu machen. Ist aber auch okay, kriege ich hin. Da bin ich guter Dinge. Also dann gucken wir uns das mal an. Euch zurücklenken, korrekt? Ja. Um genau zu sein, werden sie gar nichts lenken müssen, weil Gertrude von alleine fliegt, sobald die Koordinaten eingestellt sind. Er dankt euch, Thealor Arantheal. Jeder andere Großmeister hätte ihn verlacht und in den Kerker geschmissen, aber ihr habt ihm zugehört. Nun wird er der Erste seines Volkes sein, der den Urvätern entgegentreten darf. Schreitet wohl! Und viel Erfolg in eurem Kampf. Ich pausiere hier so ganz kurz. Das ist genau das Ding, oder? Gertrude fliegt alleine. Sind wir da also hingeflogen? Oder würde man in den Geschichtsbüchern nicht vielleicht schreiben, hey Alter, wir haben halt die Koordinaten eingegeben, aber Gertrude ist da hingeflogen. Gertrude hat da irgendwie ein bisschen Agency. Wisst ihr, wie ich meine? Die ist da irgendwie teilweise ein Akteur, nicht nur ein Werkzeug. Also ist... Ja, es wäre irgendwie unfair, nicht zu erwähnen, dass Gertrude diesen Flug dann alleine geregelt hat, sozusagen. Ja, also es ist ganz spannend. Das taucht eigentlich überall auf. Ist ganz witzig. Oder denkt mal drüber nach, auf Baustellen. Niemand würde da sagen, hey, wenn ihr jetzt aber hier einen Graben ausheben wollt, dann müsst ihr das schon von Hand machen, sonst ist unfair. Nee, also wir haben da auch irgendwie verschiedene Blickwinkel drauf. Natürlich benutzt du einen Bagger. Ja? Und der Bagger funktioniert auch nicht alleine. Den muss schon irgendwie jemand bedienen. Da kannst du nicht sagen, hey, heb mal das so und so aus und dann macht er das von alleine. Nein, das klappt so noch nicht. Vielleicht können das die Bagger in der Zukunft irgendwie, aber Stand jetzt muss der Bagger bedient werden. So, also es ist ganz lustig, mal so drüber nachzudenken vielleicht. Teilt da gerne eure Gedanken, falls ihr Lust habt. Würde mich freuen. Danke. Danke. Die anderen erwarten euch bereits. Eines wollte ich euch noch geben. Diese Brosche hier gehörte meinem Sohn. Ich will, dass ihr sie habt. Jetzt geht. Und enttäuscht mich nicht. 40 Bogendamage. Um 40 Bogendamage. Verringert die Abklingzeit von Talenten um 20%. Das ist ganz schön mächtig, actually, oder? 20%? Wow. Wow, wow, wow. Hä? Ach, sind die nicht hier drin? Diese Treppe. Wie man einfach nicht hochkommt. So, wie ist es? Ach, da oben. Hier, guck mal, hi. Herzlich willkommen an Bord. Wie stehen die Dinge? Seid ihr bereit? Ja. Wohlan denn. Da muss er gerade auch schmunzeln, gell? Dann hoch mit der Rampe! Sie startet!
An die Reling, ihr Landmaden! Und los. Ja, hart Backbord und so. Wisst Bescheid. Ich chill hier vorne. Das ist unglaublich. Wir fliegen jetzt, echt? Ich dachte, das wird eine Sequenz. Einfach so Blackscreen und dann ist es, wie es ist. Wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt fliegen wir wirklich. Ist ja geil. Diese Person ist beschäftigt. Hi, Strauchdieb, ist immer auch da. Ja, steh mal in einem Fass. Ja, sieht ein bisschen lost aus, gell? Ja, yes, das wird schon. Ja. Doch, Blackscreen. Oh. Yo. Yo, sind wir unterwegs? Mit Jasper sprechen oder schlafen legen? Nee, mit Jasper sprechen ist doch klar. Verrückte Welt, oder? Warum? Unterwegs zu einer vergessenen Stadt über den Wolken. Und ich bin dabei. Das klingt einfach so unwirklich. Aber naja, es ist gut, dass du kommst. Ich wollte dir nämlich noch etwas sagen. Hast du kurz Zeit? Klar, Mann. Sonst wäre ich nicht hier. Das ist ein Argument. Ich, wie sage ich das? Ich wollte dir danken. Du weißt es vermutlich gar nicht, aber unsere Zusammenarbeit und alles, was passiert ist, hat eine Menge in mir losgetreten. Ich glaube, ich habe etwas begriffen. So pathetisch das nun auch klingt. Was denn? Es ist schwer in Worte zu fassen. Weißt du, ich stehe nach wie vor zu dem, was ich dir damals im Tanzenden Nomaden erzählt habe. Dass wir alle nur so handeln, wie wir handeln, weil wir uns Glück davon erhoffen. Aber irgendwie, vermutlich auch durch meinen Vater, habe ich Verantwortung zu übernehmen und das Leben zu genießen. Immer als zwei Dinge gesehen, die sich gegenseitig im Weg stehen. Aber eigentlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Wir Menschen sehnen uns nach Bindung. Ob zu einer Sache oder zu einem Menschen. Das liegt einfach in unserer Natur. Und ich glaube, wer davor auf Dauer wegläuft, schneidet sich nur ins eigene Fleisch. Da klangst du in der Silberwolke aber auch noch ganz anders. Da könnten wir jetzt ein bisschen drauf rumreiten, aber Leute, er war ultra drunk, mega drauf, ja, HD sozusagen, high and drunk, weiß ich nicht, ob das so die beste Idee ist. Du meinst, wir alle brauchen etwas, wofür wir leben? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Am Ende kann ich auch nur für mich sprechen. Fakt ist aber, dass es sich... Ich weiß nicht, dass es sich anfühlt, als ob ich der Welt schulden würde, gerade hier zu sein. Als ein Teil von etwas Bedeutsamem. Aber ich mag dieses Gefühl. Und das überrascht mich. Egal, wie all das ausgeht, ich bereue es nicht. Keinen Deut. Und das gilt auch für unsere Freundschaft. Das wollte ich dir sagen. Sie bedeutet mir etwas. Und ich bin froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Warum auch immer sie es damals getan haben. Erhaben, das kann ich nur zurückgeben. Danke. Oh, aber genug der weisen Worte. Du solltest dich noch etwas ausruhen. Wer weiß, was uns da oben erwartet. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade einen Tag lang gepennt. Errungenschaft freigeschaltet, Teil von etwas. Schön. Beendet mit Jasper sprechen, mit Zalia sprechen oder schlafen legen. Ja, Kalia meine ich natürlich, ja, ist klar. Dann ab zu Kalia, habe ich auch noch richtig Bock drauf. Ach, ich liebe die beiden so sehr. Vielleicht sind die ja auch so ein bisschen Polyamor unterwegs. Wer weiß. Hätte ich schon... nee, Quatsch. Hier will ich nicht hin. Hier will ich hin. Shaira, wie geht's? Gut. Lassen wir das einfach. Wenn ich eines nie beherrschen werde, dann ist es Geplänkel. Komm, ich wollte dir was zeigen. Ich konnte nicht schlafen und habe mich deshalb ein wenig umgesehen. Schon erstaunlich, dass Kurmai dieses Schiff nur mit seinen Maschinen gebaut hat. Hieran würden 100 Handwerker jahrzehntelang werkeln. Ja, schon
Sehr sick geworden, gell? Fast wie die Arche Maxim von Gott Enel. So, bereit? Was ist das hier? Das Maschinendeck? Ja, aber ein bestimmter Teil davon. Lass dich einfach überraschen. Bist du bereit? Ich bin bereit, für was auch immer. Gut. Alter. Kurmai hat mir von diesem Ort erzählt. Diese Sphäre ist das, was uns hier in der Luft hält. Und sie zieht ihre Energie aus diesem Wasser. Kristallwasser nannte er es. Ich musste es einfach mit eigenen Augen sehen. Ja, das ist schon ziemlich impressive. Da geht doch safe eine Vision, oder? Es ist wunderschön, findest du nicht? Ja, ultra. Diese Kugel hält uns in der Luft. Das ist beruhigend zu wissen. Oder ja, absolut. Ja, ich wäre schon eher so, ja Mann, alles daran ist geil. Jedenfalls. Er kann es nicht glauben, nein! Er kann es einfach nicht glauben. Oh, verdammt. Lass mich raten, Kumai hat uns keine Erlaubnis gegeben, hier zu sein. Nein, schnell, versteck dich. Das ist mein Bogen. Sollen wir uns woanders verstecken? Sieht ein bisschen so aus, oder? Warte mal. Welchen Teil vom Vertikal hast du nicht verstanden? Seine Anweisungen waren klar. Hier bleiben, nichts tun. Aber nein, du rennst stattdessen wild umher und öffnest Türen. Und nein, nicht dieser Blick. Beim nächsten Mal hat das Folgen. Gut. Glück gehabt, schätze ich. Ja. Saira, das... Ich... Was ist denn? Das... Beim Namen der Sonne, ich kann das gerade einfach nicht glauben. Wir sind auf einer Mission, von der das Fortbestehen der Menschheit abhängt und anstatt unsere Waffen zu schärfen und düster daherzureden, verstecken wir uns vor dem Kapitän wie zwei Kinder, die einen Apfel gestohlen haben. Das ist doch skurril, oder? Einfach skurril. Ja, schon. Naja, vom düsteren Daherreden sind noch keine Schlachten gewonnen worden. Das stimmt. Naja, jetzt sind wir wohl erstmal eine Weile hier. Und ich bin sogar ganz dankbar drum. Ich verstehe schon. Klar geht's. Dieser Ort lässt einen vergessen, dass wir eigentlich tausende von Armen weit über der Erde schweben. Das stimmt. Was ist eigentlich mit dir los? Du wirkst anders. Ja? Im guten oder im schlechten Sinne? Ja, sie ist ein bisschen happy, oder? Im guten. Ja, das tut gut zu hören. Weißt du, Saira, ich habe nachgedacht über die Sache im Schloss und über unser Gespräch. Ja, mit welchem Ergebnis? Du hast mir doch gesagt, dass es nicht richtig war, was ich gesagt habe. Du weißt schon, dass ich das etwas in mir nie kontrollieren können werde und dass es vielleicht das Beste wäre, einfach aufzugeben. Zuerst war ich dir irgendwie dankbar dafür, weil ich weiß, wie du es gemeint hast. Aber dann habe ich nachgedacht und begriffen, dass ich vielleicht gar nicht so falsch lag. Weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich versucht, es zu verbannen. Und jedes Mal, wenn ich gescheitert bin, habe ich mich dafür gehasst, weil ich dachte, dass ich der Grund dafür bin. Aber das war der falsche Weg, von Anfang an. Es ist ein Teil von mir, so wie meine Erinnerungen, meine Werte und auch mein Körper. Der einzige Weg, es auszulöschen, wäre, mich zu töten, und das kann ich nicht. Nicht jetzt, wo so viel auf dem Spiel steht, und auch nicht in der Zukunft, wenn es denn eine gibt.
Und was bedeutet das nun für dich? Was wirst du nun tun? Nichts. Ich werde nichts tun. Schau, Saira, wohin hat mich denn diese Selbstkasteiung geführt? Was habe ich damit schon erreicht? Vielleicht ist der beste Weg, einen unliebsamen Teil seiner selbst zu kontrollieren, ihn zu akzeptieren. So verabscheuenswert er auch ist. Denn je mehr ich ihn zu verdrängen versuche, desto weniger setze ich mich wirklich mit ihm auseinander. Verstehst du? Ich mache mir keine Illusionen, Saira. Mit diesem etwas zu leben, wird mir bis ans Ende meiner Tage zu schaffen machen. Es wird immer wieder Momente der Schwäche geben, welche in denen es versuchen wird, mich zu übernehmen. Aber ich werde ihm jedes Mal widerstehen, und zwar ohne mich im selben Atemzug für mein Wesen zu verdammen. Und in der Zwischenzeit werde ich leben, all das tun, was ich mir immer verwehrt habe. Freundschaften aufbauen, tanzen gehen. Auch wenn letzteres vermutlich ein erheiternder Anblick wäre. Ja, ist ja süß, oder? Finde ich, ist eigentlich ein sehr schöner Ansatz. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man hat doch schon so ein paar Demons, oder? Irgendwelche Sachen, wo man sich so denkt, boah, da könnte ich schon besser und das könnte ich auch anders und was weiß ich. Aber ich bin immer am Überlegen, inwieweit es wirklich gesünder ist, sich über sowas ewig den Kopf zu zerbrechen, als es einfach zu akzeptieren. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist schon ein Riesenunterschied. Ich bin mir nie so sicher, ob's... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, man macht irgendwas, man macht das gerne und man weiß aber eigentlich, dass es ungesund ist oder doof oder was weiß ich oder dass andere vielleicht hier und da drunter leiden. Das sind natürlich alles Gründe, das zu reflektieren, drüber nachzudenken, aber wenn man das Gefühl hat, das nicht ändern zu können, auch wenn das nur eine momentane Geschichte ist, wie ich manchmal das Gefühl habe, wisst ihr, dass ihr irgendwie denkt, hey, jetzt gerade habe ich einfach nicht das Gefühl, dass ich daran irgendwas ändern kann. Und dann ist immer so die Sache, willst du dich dann ewig deswegen fertig machen? Oder akzeptierst du es und machst irgendwie das Beste draus? Ich meine, ich bin mir sicher, jeder hat mit irgendwas zu kämpfen. Vielleicht reden die Leute nicht sonderlich gerne drüber, aber ich glaube, jeder kennt sowas. Deswegen, das Beste draus machen, schon der beste Ansatz, oder? Und was ist mit mir? Habe ich einen Platz in deinen Plänen? Oh. Oh. Und in Generatorräume einbrechen. Und das. Ja, let's go. Klingt jedenfalls nach einer schönen Perspektive. Oder wir könnten direkt flirty gehen. Sollen wir ein bisschen flirty gehen? Ich finde, dafür, dass wir echt schon weit fortgeschritten sind, haben wir noch nicht viel flirty Action mitgenommen, oder? Und was ist mit mir? Habe ich einen Platz in deinen Plänen? Den hast du. Wenn du ihn denn willst. Ja. Ich weiß es nicht. Lass uns nichts überstürzen. Schmunzeln. Hätte ich sonst gefragt? Oh Leute, dann geht's gleich zur Sache. Das bedeutet mir sehr viel, wirklich. Weißt du, damals, als ich dich... Ach, sei es drum. Oh shit, Junge, vor der Sphäre. Hot. Erstmal Waffen de-equipped. Vielleicht die bessere Idee. Hä? Ja, eben, gell? Steck mal die. Das ist doch hier Quatsch. Hi. Guten Morgen. Hey, entschuldige, dass ich dich nicht geweckt habe. Du wirktest erschöpft. Ja, ich habe den Schlaf gebraucht. Leute, wir haben davor 24 Stunden gepennt. Schmunzeln, ich hatte allen Grund dazu. Ja, ich habe Rufe durch die Kuppel gehört und ich glaube, wir sollten langsam wieder hoch. Was meinst du? Wie geht es dir mit dem Ganzen? Mit uns, meine ich. Gut, schätze ich. Aber wenn du schon fragst, ich habe auch Angst, etwas falsch zu machen. Weißt du, das Ganze kam sehr... so plötzlich. Da warst du, da waren diese Gefühle und jetzt... jetzt das hier. Also warst du noch nie jemandem nahe? Nicht so, wie wir es uns sind, nein.
Es gab da einmal ein Mädchen, als ich jung war. Eine Novizin, Silva. Eine Novizin? Ist sie nun auch Hüterin? Ist das nicht die, die verstorben ist, ziemlich am Anfang? Nein, es tut mir weh, das zu sagen, aber ihr fehlte die Disziplin dazu. Sie ist nun Adjutantin einer Martha und soweit ich weiß, ist sie nicht einmal mehr auf Enderal. Hat sie deine Gefühle erwidert? Mich würde wundern, wenn sie überhaupt gewusst hat, dass ich existiere. Das war noch bevor dieser Bauer die Geschichte mit dem Dorf in die Welt posaunt hat und ich war sehr verschlossen und einzelgängerisch. Also eigentlich wie heute auch. Trotzdem, diese Gefühle, die ich für sie entwickelte, machten mir Angst. Sie waren einfach da, so plötzlich, so intensiv und so unvernünftig. Ich hatte keine Kontrolle über sie und das machte mich wahnsinnig. Ja, oder? So ist das mit der Liebe eben. Unvernünftig, intensiv und verdammt schön. Irgendwie war es zwischen uns langsamer. Mehr eine Art Vertrauen, eine Zuneigung, die sich Stück für Stück aufgebaut hat, gerade durch unsere Gespräche. Ja, aber das ist doch hier, ja, genau. Eben, also wir könnten jetzt sagen, langsam klingt irgendwie nicht halb so schön wie plötzlich und intensiv. Ja, Ansichtssache, oder? Ich würde sagen, das kommt sehr stark auf den Fall und die Perspektive an. Okay, vielleicht macht gerade das die Sache ja irgendwie beständiger. Ja. Ich glaube, wenn ich dir gegenüber so empfunden hätte wie Silva, hätte ich vor allem eines getan. Abstand gesucht. Mich eingeschlossen, meditiert, die Gefühle Stück für Stück getötet, damit sie mir die Kontrolle nicht rauben. So sind wir überhaupt möglich. Weißt du, Saira, du warst für mich da. Du hast mich akzeptiert, trotz allem, was ich dir über mich erzählt habe. Und ganz ehrlich, bis zum Schluss dachte ich, es müsse da doch irgendeinen Haken geben. Einen logischen Grund für deine Zuneigung. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass du mich einfach nur... Naja, um ehrlich zu sein, will ich im Moment gar nicht so viel über meine Gefühle nachdenken. Ausnahmsweise. Ich bin einfach nur glücklich. Das ist alles. Stark, oder? Ja, ich meine, klar, das mit dem logischen Grund, dass es da einen Haken gibt, das ist immer so die Sache. I mean, Liebe ist halt nicht rational. Aber das ist doch auch cool, oder? Und wie geht es nun weiter? Lange hoffentlich. Zuallererst müssen wir jedenfalls diese Sache zu Ende bringen. Den Numinos finden, die hohen Bannen und dann... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kuarek, wenn wir seinen Traum von der höheren Existenzebene zerstört haben, seine Schiffe nehmen und zurücksegeln wird. Eigentlich bedeutet das kämpfen. Aber seien wir mal realistisch. Diesen Krieg können wir nicht für uns entscheiden. Ah, wir sollten fliehen, sobald wir das Leuchtfeuer entzündet haben. Dieser Krieg ist es nicht wert, dass einer von uns beiden dafür stirbt. Wir können uns aber auch nicht einfach unserer Verantwortung entziehen. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, wenn die Läuterung erstmal aufgehalten ist. Ja, schon, oder? Wir haben hier viele Freunde. Es geht jetzt ja nicht nur um Kalia und mich. Das sehe ich genauso. Aber zu sterben oder schlimmer noch, dich zu verlieren, jetzt wo wir all das aufgebaut haben. Ich weiß nicht. Das ist so schwer. Warten wir erstmal ab, wie sich alles entwickelt. Noch haben wir den Kampf gegen die Hohen nicht für uns entschieden. Wollen wir nun hochgehen? Die anderen suchen uns sicher schon. Ja, gehen wir. Gut. Ein wenig Kleidung würde ich dir allerdings noch empfehlen. Ich glaube nicht, dass den anderen diese Aufmache so gut gefällt wie mir. Message angekommen. Errungenschaft freigeschaltet. Eine Seele. Cute. Alter, wir sehen ja richtig fürstlich aus. Ich habe uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Das ist alles. Oder die Stadt ist verlassen. So ein Unsinn. Und jetzt Ruhe. Na, wenn das nicht unsere Vermissten sind. Schön, dass selbst in solchen Zeiten Menschen zueinander finden. Magistra, ich... Kein Grund zur Scham, Hüterin. Ich war auch mal jung, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir sind vor gut 3 Stunden in dieses Tal eingetreten. Tal der 1000 Wolken, so nannte der Sternling es. Scheiße, was seid ihr denn so am Surfen?
Ah, das sind genau die Bugs, die ich am meisten liebe. Ungewöhnlich, naja, ruhig. Wie sie's leiden. Just passing through. Okay, was sagt Komai dazu? Kaum was, tatsächlich. Er wirkt, als habe er sich vollkommen abgekapselt. Und das da hinten ist unser Ziel, ja? Dieser Turm. Richtig, ja. Der Nexus-Turm. Malfas, es ist eine Schande, dass wir nicht die Zeit haben, diesen ganzen Ort gebührend zu durchforsten. Stellt euch doch vor, wie viel Geschichte in jedem dieser Steine steckt. Es ist einfach unvorstellbar. Vielleicht können wir ja eines Tages hierher zurückkehren, wenn wir die Läuterung aufgehalten haben. Ja, vielleicht. Sag mal, wie hoch sollen wir hier sein? Wo ist nochmal Baumgrenze? 1800 Meter? 2000? Ich weiß es nicht genau, aber wir sind auf jeden Fall so hoch, dass hier keine Bäume wachsen sollten. Naja, wie dem auch sei, ich will jetzt den Leuten von Shurei eigentlich vorwerfen, dass sie keine Biologen sind. Dass sie sich nicht ausreichend mit Botanik befasst haben. Vielleicht ist das ja auch irgendwie so eine crazy Sternlingsgeschichte und deswegen wächst das da einfach. Okay. Sonderlich bewohnt sieht die Stadt aber nicht aus. Eher verfallen. Was könnte das bedeuten? Ja, was könnte das wohl bedeuten? Naja, die naheliegendste Antwort wäre, dass die Stadt verlassen ist. Ich hoffe es nicht, allein schon Kurmai wegen. Aber wir werden sehen. Okay, und nun? Sehen wir uns das Ganze erstmal aus der Nähe an. Der Rest wird sich zeigen. Alles klar. Das ist wohl eher der Turm. Noch keine Menschenseele. Nicht das. Das muss doch etwas bedeuten, oder? Ja, kommt ihr auch, oder wie ist es? Er wird sie finden hey. Und er wird mit ihnen sprechen. Das ist gar nicht klug. Kommt, nehmt eure Ausrüstung. Wir müssen ihm folgen. Wo ist denn meine Ausrüstung? Hä, wo Ausrüstung? Edle Schuhe, was haben wir denn gerade an? Und eine Tunika. Die sieht mega hübsch aus, die Tunika. Okay, ja, dann müssen wir wohl selbst unsere Sachen anziehen. Hey, das hätte ich jetzt eigentlich auch daheim lassen können. Ja, wir benutzen es jetzt ja eh nicht mehr. Bögen 14% mehr Damage, Bögen 14% mehr Damage, Assassinenharnisch 14% mehr Damage, geräumiger Rucksack, Gewand des Ordenshüters und unsere Schuhe, Assassinenschuhe, Hinterhältigkeit. Ja, so müsste passen, oder? Ehre. Alter, Eisenpfeil? Ich wollte gerade sagen, haben wir die wegestreuen Pfeile leer gemacht? Wir haben gar nicht so viele Pfeile gerade, gell? Ja, komm, behalt mal die mal drin, das passt jetzt schon. Okay, hey, wie ist es? Dieser Ort ist unglaublich. Aber eben doch nur eine verlassene Ruine. Vielleicht sind die Urväter der Sternlinge wirklich nur eine Legende. Zieht keine voreiligen Schlüsse. Habt ihr euch jemals gefragt, woher die Pläne für das Leuchtfeuer ursprünglich stammten? Wie Arantial gesagt hat, sie weisen eine Menge Ähnlichkeiten mit der Technologie auf, die Kurmai für das Luftschiff verwendet hat. Wer weiß, vielleicht waren es also die Urväter, die auch das Leuchtfeuer entworfen haben. Das kann natürlich sein, ja. Oh, guck mal, ein paar Pilze. Alter, ist es hier geil. Es ist wie das Schloss im Himmel, ein Ghibli-Film, den ich euch so hart ans Herzen legen kann. Hey, generell eigentlich alle Ghibli-Filme kann ich euch sehr ans Herzen legen. Oh, Alter, wir sind ja schon massiv drüber. Also massiv hier, irgendwie 4 Minuten oder so. Aber in dem Sinne wünsche ich euch was. Was gibt's für einen schöneren Spot als den hier, um eine Folge zu beenden, oder? Ich mach mal die Waffe weg. So, das sieht doch klasse aus hier. Die ganze Geschichte mal so rum. Guck mal. Da sind wir am Start, ha? Richtig geil. Leute, ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Liebe für die Liebe. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer P. Ade.